Für die Mini-Gugel habe ich einfach ein Zitronenkuchenrezept genommen und mir die Zutaten halbiert, deswegen wundert euch nicht über die Angaben gleich. Ich nehme hier gerade ein Paket Vanillezucker, dazu dann 175 Gramm Puderzucker. Besser ist es natürlich, wenn ihr normalen Zucker verwendet, allerdings hatte ich irgendwie keinen mehr. Und dann gebe ich 3 Eier hinzu. Die Zutaten solltet ihr nun schön schaumig aufschlagen. Nun siebe ich mir 175 Gramm Mehl sowie einen gehäuften Teelöffel ab. Dazu habe ich dann noch 175 Gramm Butter oder Margarine, je nachdem, was ihr nehmen möchtet. Ich finde, Butter hat einfach immer einen leckeren Geschmack. Sowie Zitronenschale einer unbehandelten Zitrone und gebe alles abwechselnd in den Teig hinein. Den Teig gebe ich nun in meine Spritztülle und anschließend in die Form. Achtet bitte darauf, dass ihr die Formen nicht zu voll macht, denn sonst quillt der Teig im Ofen über. Meine gefüllte Silikonform gebe ich anschließend bei etwa 180 Grad für ca. 15 Minuten in den Ofen. Dann sollten die Mini-Gugel fertig sein. Für die Glasur nehme ich eine unbehandelte Zitrone, wo ich schon die Zitronenschale verwendet habe, und presse mir diese aus und mische sie anschließend mit ca. 200 Gramm Puderzucker. Ihr müsst einfach mal bei der Menge schauen, denn einige Zitronen geben mehr Saft, die anderen weniger, sodass ihr eine schöne zähe Flüssigkeit habt. Ausgekühlten Mini-Gugel verzieht ihr nun einfach nur noch mit dem Zuckerguss und schon ist alles auch schon fertig.